Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge von Kingdom Come Deliverance. Ja, ich kann es nicht lassen, ich entdecke immer wieder neue Dinge an dem Spiel und eines der Dinge betrifft Theresa. Tatsächlich sind unsere Gespräche noch nicht vorbei, das hatte ich ja schon vorgeahnt. Würde ich dich nicht kennen, würde mir die Rüstung ganz schön Angst machen. Alles gut. Geht das? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Mit ihr natürlich spazieren. Die Spaziergänge sind schon sehr interessant und werden auch noch spannend werden. Ich verrate nicht, was passieren wird. Wir werden es erleben. Denkst du manchmal an die Zeit in Scarlitz zurück? An wann genau? Bevor das alles passiert ist. Ich kümmerte mich um die Hühner. Und brachte Samuel sein Mittagessen zur Mine. Das scheint eine Ewigkeit her zu sein, nicht wahr? Im Sommer habe ich immer den ganzen Weg barfuß zurückgelegt. Und wenn es sehr heiß war, habe ich unterwegs am Bach Halt gemacht und meine Füße reingesteckt. Ich musste mit dem Bottich im Hof vorlieb nehmen, wenn ich in der Schmiede half. Kannst du dir vorstellen, wie heiß es dort war? Ich versuchte oft, mich aus dem Staub zu machen, obschon ich wusste, dass es Ärger geben wird. Das weiß ich noch. Im ganzen Dorf hat dein Vater nach dir gesucht und du hast dich irgendwo mit Fritz und Matthäus versteckt. Ich und die anderen Mädchen sind euch manchmal heimlich gefolgt, aber wir haben nie gesagt, wo ihr seid. Und wenn dein Vater wieder nach Hause getrottet ist, seid ihr drei in den Wald und habt mit Stöcken gekämpft. Wir taten so, als wären wir Ritter. Mein Gott, wie viele blaue Flecken ich hatte. Einige Treffer von Fritz, dem Ochsen, spüre ich übrigens immer noch. Jetzt musst du nicht mehr Ritter spielen. Du bist quasi einer. Ja, eigentlich schon so ein bisschen. Doch. Ganz recht, holde Maid. In mir schlägt wahrlich das Herz eines Ritters. Ah, der edle Herr Heinrich von Narrenberg, Inbegriff der Ritterlichkeit. So sag mir, Herr, was ziert dein Wappen? Ein Bierkrug? Gekreuzte Hühnerschenkel? Du bist frech, du schamlose Dirne. Das Wappen eines Ritters soll dessen Taten zeigen. Aus diesem Grund prangen auf meinem Wappen ein Blitz und eine Scheune. Ich dachte, Ritter würden ihre Männlichkeit anders unter Beweis stellen als du mit deinem Blitz in der Scheune. Und es ziemt sich nicht, über so etwas zu sprechen, da man sonst zu Hofe sagen wird, dass Ritter Heinrich seine Manneskraft an Dorfmädchen verschwendet. Vergib mir, holde Maid. Deine Anmut betört meine Sinne. Heinrich, du bist wirklich ein Esel. Ja, die haben sich schon sehr gern. Und es wäre zu schade, hätten wir das jetzt verpasst. Bin ich ganz ehrlich. Oh, wisst ihr, was ich mich fragen würde? Wie wir jetzt announced werden. Wir gehören nicht mehr zum Gefolge. Leg wohl. Wir gehören nicht mehr zum Gefolge von Ratzig. Also, nicht mehr so direkt. Wir sind ja jetzt eigentlich mehr als das. Wir sind ja sein Sohn. Werden wir dann auch so announced? Das würde mich interessieren. Quasi der Sohn von Ratzig Kobilla oder sowas. Aber das machen wir nicht heute. Heute machen wir... Es wird vielleicht nur eine kurze Folge sein. Aber einzig und allein jetzt erstmal das mit Theresa hier zu Ende. Das wäre mir schon... Das ist mir schon sehr wichtig tatsächlich. Weil ich mich immer so beklagt habe, dass da irgendwie nicht viel passiert zwischen denen. Und anscheinend passiert doch mehr. Ich weiß nicht, wie sich das am Ende äußern wird, aber auf positiv. So. Ja, heute findet das Rotaya-Turnier statt. Sitzt sie wieder hier? Nein, sie sitzt da hinten. Wie gesagt, es kann zu Frame-Drops kommen. Ich weiß nicht, woher das wieder kommt, aber... Ist dir unter der Rüstung denn nicht heiß? Nein, nur du bist heiß. Was? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Ja... Sehr gut, wir müssen also immer einen Tag warten, das war der Punkt. Oh, wohin gehen wir jetzt? Heinrich, lass uns was spielen. Was denn? Ein Ratespiel. Ich habe heute etwas bei mir und du musst erraten, was es ist. Okay. Nun gut. Aber du musst mir einen Hinweis geben. Einen guten. Abgemacht. Hier ist der Hinweis. Man findet es in einer Schenke. Ein Fuß.
Wurstmeat. Mauermeat. Ist das Meat? Nein, aber schon nah dran. Okay. Wein. Ist das Wein? Vielleicht, die Genannung. Der Edelmann verlangt nach Wein. In einem Goldkelch oder Nein, Gold. Auch Silber? Gold. Wein ist es nicht, aber nah dran. Nur Gold, dann ist es Bier. Ist es Bier? Na endlich. Warum sonst würdest du in die Schenke gehen? Bier ist es also. Gib her das kühle Nass. Einen Augenblick. Da du richtig geraten hast, darfst du wählen. Entweder du nimmst das Bier oder... Oder ich offenbare dir eine Familienweisheit meines Großvaters. Familie, vielleicht ist das ein bisschen besser. Die Qual der Wahl. Nun gut, ich wähle die Weisheit. Dann spitz die Ohren. Meine Ohren sind gespitzt. Jo. Ganz, ganz sicher? Mach's nicht jo. So spannend, spuck's schon aus. Nun gut, hör genau hin. Dies ist eine Familienweisheit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wenn dir jemand ein Bier anbietet, greif zu. Nicht witzig. Na schön, ich hab mich reinlegen lassen, nicht schlecht. Aber jetzt bist du etwas weiser. Ich denke, für heute ist das genug mit Weisheiten. Mein Bier und ich, wir müssen nach Hause. Möchtest du uns begleiten? Gewiss doch, ein solch liebreizendes Paar lasse ich nicht allein. Ach, der Heinrich ist mir ein Herzchen. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gucken, was noch passiert. Es lädt wieder. Ich bin gespannt. Schon zu Hause. Bis zum nächsten Mal, Heinrich. Jetzt lasse ich noch ein bisschen kürzer laufen, egal. Sie wird wahrscheinlich noch nicht wach sein, das heißt, wir müssen noch ein bisschen verlängern. Aber ich finde das spannend. Also gut. Das erste war die Ritterlichkeit, das zweite war das Bier. Sie wird Heinrich immer sympathischer, glaube ich. Sie ist für Heinrich doch ein sehr interessanter Part. Und ich meine, wir wissen ja, sie hat ja schon häufiger... Augen nach ihm geworfen, sagen wir es mal so. Klingt sehr eklig. Die Augen auf ihn geworfen. Das klingt. Aber ihr wisst, was ich meine. Sie hat ihm öfter mal nachgeschaut. Nö. Theresa. Da kommt sie her. Würde ich dich nicht kennen, würde mir die Rüstung ganz schön Angst machen. Okay. Wollen wir spazieren gehen? Sehr gerne. Dann gehen wir doch mal. Ein weiteres Mal. Eieieiei. Alter, was ist das für ein Weg? Wo landen wir denn? In Thalmberg? In Thalmberg gibt's nichts mehr zu holen. Ich kann sie auch noch verteidigen. Im Schwert. In den Streitkolben habe ich gerade an. An. Wo an? Klingt falsch. Will sie nach Skalitz? In die Mine? Hä? Okay. Verunsichert mich nicht. Nö. Das sind ja nur Räuber hier. Macht mich jetzt nicht gerade froh. Adis, erzähl mir. Madel, erzähl mir. Wir sind lange gegangen. Und? Wirst du mir verraten, warum wir hier sind? Hier. Hier ruht mein Bruder. Oh. Das wusste ich nicht. Verzeih. Ich wollte hierher zurückkommen. Aber ich traute mich nicht allein. Das war klug. Hier ist es noch nicht sicher. Manchmal gebe ich mir die Schuld. Hätte ich mehr für ihn getan, würde er vielleicht noch leben. Wenn wir nachts mit den anderen aus der Mine geflohen wären, dann wäre vielleicht alles anders ausgegangen. Das bezweifle ich stark. Du sagtest selbst, dass Samuel die Strapazen nicht überlebt hätte. Du hast getan, was du konntest. Und wenn du nachts geflohen wärst, hättest du mich nicht gerettet. Und doch lässt es mir keine Ruhe. Ich tat, was ich konnte, aber es war nicht genug. Warum ließ Gott das nur zu?
beides ist wahr, aber auch gleichzeitig falsch. Das erste ist komplett falsch. Es sind die Menschen. Ich denke nicht, dass man Gott für Scarlets verantwortlich machen kann. Und du hast dein Bestes getan. Dieser sinnlose Krieg ist an all dem Leid hier in der Gegend schuld und sonst nichts. Heinrich. Ich werde nie die Ungerechtigkeit akzeptieren, dass mir Samuel, Stibor und mein Vater genommen wurden. Aber ich habe noch dich. Das ist logisch. Ich liebe dich, Theresa. Ich weiß. Hab Dank für den Spaziergang. Was ein Korb. Und für alles andere. Was würde ich nur ohne dich tun? Ich glaube, sie sagt es anders. Sie brauchen einander. Das ist halt so das Los von Heinrich und Theresa. Beide sind entkommen, sind alleine, haben niemanden, haben alle verloren. Auch andere Scarlets, aber gerade die beiden jungen Leute haben es geschafft. Johanka, Fritz, Matthäus. Die sind alle irgendwie rausgekommen. Aber es ist irgendwie, ja. Also dann, Heinrich, leb wohl. Kommst du nie wieder? Also wir warten noch mal einen Tag. Mal schauen, was jetzt passiert. Wenn es überhaupt noch einen danach gibt. Also auf jeden Fall. Wir haben schon gedacht, wir hätten alles geschafft, als wir ihr gezählt haben, dass, ne, also wir haben ja schon gesagt, ja, ich werde dich nie vergessen, als wir ihr gesagt haben, dass wir ratzig Sohn sind, ne, hier, wir werden dich nie, ich werde dich nie vergessen, so nach dem Motto, ich werde dich immer lieben, aber da spitzt das jetzt nochmal richtig zu, ne, also da wird das jetzt nochmal ganz deutlich. Wie sehr die sich auch lieben. Und ich glaube nicht, dass es nur eine Liebe ist, weil man niemanden mehr hat, sondern ich glaube, es ist eine Liebe, die weit darüber hinausgeht, wenn man sich überlegt, dass die sich schon in Scarlets gemocht haben. Ah, sie kommen wahrscheinlich wieder raus und fegt, genau. Gehen wir nochmal mit ihr raus. Ich wette, du schläfst sogar in der Rüstung. Nein. Wollen wir irgendwo spazieren? Sehr gerne. Wir gehen nochmal mit ihr spazieren. Ich bin gespannt, was sich ergeben wird. Oh, diesmal gehen wir durch Rathai durch. Nach oben auf. Ich bin gespannt, was passiert. Das ist so eine romantische Geschichte auch. Irgendwie. Ich will die Dinge nicht verkomplizieren, aber was denkst du, wie es mit uns beiden weitergehen wird? Nach allem, was passiert ist, habe ich außer dir niemanden mehr. Aber du stehst in Diensten von Herrn Ratzig und ich habe Angst, dass du mich auch verlassen wirst. Sehr unbesorgt. Ich werde dich nicht verlassen. Wohin mich meine Pflichten auch führen, wir bleiben ein Paar. Schließlich habe ich auch niemanden mehr. Und selbst falls ich manches ändern sollte. Heinrich, versprichst du mir etwas? Was du möchtest. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Selbst für den Fall, dass du lange fort sein wirst und Mädchen triffst. Ich würde es nicht verkraften, dich auch noch zu verlieren. Oh, Theresa. Versprich es mir. Ich versprech's. Hab Dank. Ich weiß, ein solches Versprechen ist nicht leicht. Aber nun denn, wir sollten nach Hause gehen. Ich habe noch einiges zu erledigen. Außerdem willst du mich nicht hier herumheulen sehen. Ganz gewiss nicht. Sonst fange ich auch noch an. Wohl an. Gehen wir. Es ist irgendwie so eine schöne Geschichte. Die beschäftigt einen auch ein bisschen, ne? Wie ist es, wenn man komplett verlassen ist? Dir vergeht die Zeit immer so schnell, Heinrich. Komm mich mal wieder besuchen. Ich muss zugeben,
Warum ich das nicht gemacht habe hier, also das mit dem Ausgehen, ist, ich habe gedacht, weil wir haben ja bei dem einmal quasi unser Schäferstündchen gehalten. Ich hatte das Gefühl, dass es nur darum ging, also um Schäferstündchen halten. Und ich wusste nicht, dass das noch eine Beziehung quasi weiterführt. Und deswegen war ich bis jetzt so ein bisschen so, hä? Wie? Die Beziehung geht weiter. Das habe ich per Zufall gesehen, weil ich gucken wollte, ob Johanka ein gutes Ende hat. Das hat tatsächlich ein gutes Ende. Wir haben das mittlere Ende bekommen. Also sie wurde nicht komplett freigesprochen, aber sie wurde auch nicht komplett beschuldigt. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, ob ich das Ende zeigen will. Da müsste ich, glaube ich, das Spiel noch einmal durchspielen. Aber vielleicht. Kommt Theresa wieder oder sitzt sie da schon wieder? Sie sitzt hier schon, sehr schön. Fragen wir sie gleich. Ich habe etwas für dich. Die habe ich von Onkel Peschek. Aber treib damit bloß kein Schindluder. Dietriche? Ach so. Du weißt aber schon, was... Lass dich bloß nicht erwischen. Okay. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Oh, es geht weiter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sie gehen wieder da hoch. Okay. Bin gespannt. Nicht, dass ich das jetzt hier immer wiederhole. Nein. Thank you.